Freunde, guten Morgen. Wir stehen hier vor meinem überfüllten Kleiderschrank. Wie ihr sehen könnt, ist hier wirklich in letzter Zeit einiges dazugekommen. Aber ich bin gerade dabei, mir ein Outfit für heute rauszupicken. Ich habe mir überlegt, dass ich heute mal wieder den Off-White Jordan 4er anziehen werde. Und diesbezüglich brauchen wir halt noch eine Hose und irgendein Oberteil, weil wir werden heute mal wieder unterwegs sein. Ich denke mal, wir werden diese Hose dazu anziehen, die wir in einem der letzten LPUs gesehen haben. Das ist diese Cord-Hose mit verschiedenen braunen Beige-Tönen. Ich denke mal, die sollte ganz gut passen zu dem Schuh. Und damit es nicht zu krass auf Matchy-Matchy angelehnt ist, würde ich sagen, dass das hier der laute Teil vom Outfit sein wird. Und den Rest, also das Oberteil, halten wir quasi etwas schlichter. Da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher, was wir dazu anziehen werden. Wobei ich glaube, dass dieser Hoodie hier von Ruff, der ebenfalls, ja meine Freunde, so ein paar leichte Hints von diesem Beige drinne hat. Und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das zusammen ein cooles Outfit ergeben wird. Ich würde vorschlagen, ich ziehe das Ganze einfach mal an und dann schauen wir, ob das Endresultat ja unseren Vorstellungen entspricht. Weil ihr wisst selber, wenn man so ein Outfit im Kopf hat, die Sachen zusammenlegt, kann das Ganze aber immer noch ganz anders aussehen, wenn man es dann letztendlich angezogen hat. Der Hoodie war by the way in einem unserer Pakete drin, die in der letzten Zeit bei mir eingetroffen sind. Wie gesagt, der ganze Stuff hier, den habt ihr noch nicht gesehen. Der wird immer mal wieder in den zukünftigen LPUs mit eingebaut. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass wir vielleicht am Ende des Videos uns dieses Paket hier anschauen werden, weil hier ist auf jeden Fall eine Menge Stuff drin. So, Freunde, ich habe das Ganze jetzt einmal angezogen. Wie gesagt, hier einmal der Ruff Hoodie in so einem schwarz-grau-Ton. Dazu diese Reworked Pants und die Jordan 4er Off-White. Ich finde so komplett angezogen kommt es wirklich eigentlich ganz cool. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Outfit findet. Aber ich denke mal, erfüllt auf jeden Fall seinen Job. Ist jetzt nicht das geisteskrankeste, whatever, mein bestes Outfit, was ich je angezogen habe. Aber kann man auf jeden Fall mal machen. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt uns auf den Weg machen, weil ja, wir sind mal wieder ein bisschen im Verzug. Heute steht nämlich eine Menge auf dem Programm, Freunde. In einem der letzten Videos hatte ich euch erzählt, dass wir derzeit auf der Suche sind nach einem neuen Office. Und da hatte ich ja schon angekündigt, dass das ganze Thema eigentlich schon vom Tisch ist. Weil das Office, was ihr letzte Mal gesehen hattet, hatten wir eigentlich schon eine fixe Zusage für. Aber da hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass wir da nur ein Jahr drinne bleiben können, weil danach das ganze Gebäude abgerissen wird. Und es macht natürlich absolut gar keinen Sinn, sich ein Jahr für ein Office einzurichten. Und danach kann der ganze Prozess, der Suchprozess wieder von vorne beginnen. Deswegen haben wir das Ganze jetzt doch gecancelt. Eigentlich sollten wir morgen am 1.10. die Schlüssel für das Büro kriegen. Ja, das Ganze findet jetzt nicht statt. Das bedeutet, wir sind immer noch auf der Suche. Vor einer Woche oder vor zwei Wochen hatten wir uns schon mal eins angeguckt, ein anderes Office. Und auch da gibt es gute Neuigkeiten, dass wir das Büro haben können, aber wir wollen uns einfach nochmal eine Alternative anschauen und das steht heute auf dem Programm. Das bedeutet heute wieder Office-Besichtigung und danach werden wir in das alte Office gehen, weil die ADR-Caps sind endlich angekommen aus der Produktionsstätte und wie ich auch schon auf Instagram angekündigt habe, gibt es am Sonntag, ich weiß jetzt nicht, wann dieses Video online kommen wird, aber am Sonntag werde ich euch die ADR-Cap endlich präsentieren. Falls ihr ADR noch nicht folgt und das Ganze natürlich miterleben wollt, dann würde es mich natürlich mega freuen, wenn ihr die ADR-Instagram-Seite einfach mal abchecken würdet. Und da wir um 10:45 den Termin haben für die Office-Besichtigung und wir es mittlerweile 10:30 haben, also noch 45 Minuten, würde ich sagen, dass wir uns langsam ins Auto begeben und gucken, wie das Ganze aussieht. Es geht alles ein bisschen in eine andere Richtung als zuvor. Ich will vorschlagen, genug Gelaber, wir machen uns jetzt auf den Weg und ich hoffe einfach mal, dass wir da aus dem Büro ein paar Aufnahmen catchen können. Ihr wisst ganz genau Bescheid, der Undercover-Modus ist wieder aktiviert. So, wie ihr wahrscheinlich sehen könnt, ist das hier noch eine halbe Baustelle. Beziehungsweise es fehlt eigentlich nur noch der Boden, ansonsten alles komplett neu. Und Leute, das ist so riesig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier sind fünf Büros oder so. Eins, zwei, drei, vier und dahin war noch eins. Fünf. So, Freunde, die Besichtigung ist jetzt vorbei. Ich stehe noch hier direkt vor dem Objekt und es sieht danach aus, dass wir das tatsächlich nehmen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Aufnahmen zeigen. Ich habe zwar gefilmt, aber man weiß natürlich nie, wenn man mit dem Handy auf Undercover filmt, was dabei rumgekommen ist. Das alte Büro hatte ja schon 120, 130 Quadratmeter, aber das hat jetzt 160, hat fünf Räume, die man mit Leuten füllen kann und einen großen Flur, dann noch eine Teeküche.
einen WC, also wirklich geistesgestört, wirklich geisteskrank. Das ist wirklich schon diese Office-Office-Vibes. An der Stelle natürlich jetzt werde ich hier emotional, ein dickes Dankeschön an alle Leute da draußen, die das ermöglicht haben, weil Real Talk, wärt ihr nicht da, würdet die Videos schauen, würdet ADR supporten, etc., etc., dann würde das nie im Leben irgendwie zur Debatte stehen, so ein Ding zu mieten. Und selbstverständlich ist das ein großer Schritt, der auch riskant ist, sage ich euch ganz ehrlich. Wer weiß, wie das in Zukunft aussehen wird. Aber ich bin der Meinung und der Auffassung, dass wenn man genug Arbeit in etwas reinsteckt, genug Herzblut vor allen Dingen auch, wirklich seine Leidenschaft auslebt, dann kann man eigentlich nur gewinnen, sage ich jetzt an der Stelle mal. Ich bin super happy. Telly ist auch da hinten und war auch überwältigt von dem Ding. Wir fahren jetzt erstmal weiter in das alte Office, weil da, wie gesagt, die Caps sind letzte Woche angekommen. Die werden wir uns anschauen, beziehungsweise ich werde es euch natürlich nicht zeigen, weil der Leak, den gibt es erst am Sonntag. Und danach werde ich nach Hause fahren und das Ganze nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Genug gelabert, jetzt ab ins Office, ins alte Office selbstverständlich, ja, nicht in dieses neue hier. So, dann wollen wir mal schauen, ob bei den Caps alles glatt gelaufen ist. Das ist, by the way, das alte Büro, das kennt ihr ja wahrscheinlich alle, ne? Hoffentlich, Freunde, wird das dann in Zukunft anders hier aussehen. Ich werde es noch nicht spoilern, aber hier ein ganz kleiner Preview zu den Caps, ja. Front Design, wie gesagt, gibt es am Samstag zu sehen, aber die guten Dinger sind auf jeden Fall bei uns angekommen und der Bro Telly ist auch am Start. Jetzt mal kurze Frage an dich. Was sagst du zum Office? Wie findest du es? Kurzes Statement an der Stelle. Office, das Neue? Ja, das Neue. Wow, super Ding, Jungs. Super Ding, sagst du? Ja, kann man machen? Klar, auf jeden Fall. By the way, geiles Oberteil, was du anhast. Gefällt mir. Ich werde auf jeden Fall jetzt hier noch ein paar Produktbilder zu der Cap machen, damit ihr da auch am Sonntag was zu bestaunen habt. Ansonsten fahre ich jetzt gleich direkt wieder weiter nach Hause, weil wir müssen ja noch wahrscheinlich das ein oder andere Paket aufmachen. Und by the way, jetzt ohne Witz, wollt ihr, dass ich euch mitnehme auf diese Reihe bezüglich des neuen Offices? Natürlich muss da noch sehr viel gemacht werden. Wir müssen den ganzen Stuff auch einrichten. Ihr habt selber gesehen, das sind 5 Räume, die wir da zu belegen haben. Und das Ganze wird natürlich auch eine Menge Arbeit sein. Ich denke mal, wir können da vielleicht sogar so eine kleine Videoreihe irgendwie machen oder dass ich euch zumindest, wenn was ansteht, immer mitnehme. Falls ihr darauf Bock habt, wisst ihr Bescheid, Daumen nach oben. Genauso sieht das auch der Telly, oder? Bis gleich. Bevor ich irgendwas sage, Freunde, klären wir erstmal die Frage auf Reimpad angelehnt, was das hier für eine Hose ist, beziehungsweise ich glaube, ich darf es euch noch gar nicht verraten, aber weil wir so viel über mein heutiges Outfit gesprochen haben, bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Gefällt euch diese Hose oder diese Jeans vielmehr besser zu den Schuhen, auch in Kombination mit dem Hoodie, oder hättet ihr lieber die Pants, die wir gerade anhatten, dazu angezogen? Mir gefällt dieser Vibe wirklich auch extrem mit ein paar Rips, was wir wirklich jetzt wieder häufiger sehen, und das Ganze natürlich auf dem Schuh stacken, genauso wie wir es mögen. Nein, Freunde, das ist kein Sample einer ADR-Hose, so viel kann ich schon mal verraten, aber es liegt natürlich jetzt nah, wessens Hose das sonst ist. Aber ich weiß, wie gesagt, nicht, ob ich es verraten darf, deswegen halte ich mich lieber an dieser Stelle bedeckt. Wie ihr aber heute auch schon sehen konntet, nimmt das Ganze jetzt weiter Fahrt auf. Leute, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich kann mich nur nochmal wiederholen, wirklich unfassbaren Dank an die Leute, die das Ganze möglich gemacht haben, weil es wird jetzt wirklich ernst, Freunde. Ich setze mich einmal hier kurz hin, damit ihr versteht, was ich meine, aber so einen Schritt, ein festes Office zu nehmen, und ihr habt ja jetzt gesehen, was das für ein Office ist. Ich meine, das Erste, was wir uns angeschaut haben, das war alles noch so ein bisschen, ich nenne es mal auf Krampf, aber das hier war wirklich so diese Office-Office-Geschichte mit mehreren Büros. Wir konnten uns sogar jetzt, und ihr seht, in was für eine Richtung das geht, den Boden aussuchen. Ja, wir können sagen, okay, genau den Boden wollen wir haben, damit das Ganze unseren Vorstellungen entspricht. Natürlich, darüber brauchen wir gar nicht reden, ist das Büro jetzt auch deutlich, deutlich teurer als das Erste, was wir uns angeschaut haben. Aber man muss auch sehen, dass das irgendwie so ein Investment ist und man verbringt da auch wirklich viel Zeit. Wir möchten da auch wirklich nicht nur Videos schneiden und sonstigen YouTube-Gedöns machen, sondern auch kreativ an Pieces uns ransetzen, die uns
uns vornehmen. Und ich bin natürlich gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Ich hoffe natürlich auch wirklich, dass ich weiter auf euren Support zählen kann. Es ist auch, by the way, nicht selbstverständlich, dass ein Typ, der jetzt nicht die allergrößte Reichweite hat, also don't get me wrong, ich bin absolut dankbar dafür, dass wirklich meine drei YouTube-Kanäle und mein Instagram etc. etc. wirklich für die Größen, die ich habe, sehr, sehr gut laufen. Aber wenn man das mal in Relation sieht, dann ist auch herauszustechen, dass jetzt ADR, glaube ich, über 10.000 Abonnenten auf Instagram geknackt hat, was natürlich, ja, geisteskrank ist. Also wirklich, ich bin wirklich, ja, teilweise sogar überfordert und weiß gar nicht, das Ganze irgendwie richtig zu handeln oder in Worte zu fassen. Ich glaube, ihr merkt es mir auch an und ich werde euch weiterhin daran teilnehmen lassen. Falls euch, wie gesagt, so ein anderer Vlog mal auch gefällt, dann gebt gerne einen Daumen nach oben und vergisst wirklich nicht, die ADR Instagram-Seite zu abonnieren, weil das ist, ja, ein sehr, sehr großer Faktor, der sehr wichtig ist für ein junges Unternehmen, wenn ich das einfach mal so sagen kann. Und selbstverständlich sorgt das Scooterpad dafür, dass der Link unten als erstes in der Beschreibung aufzufinden ist. Eigentlich wollten wir uns den Karton angucken, wo dieser Hoodie drin ist, aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, zwei andere Pieces, auch zwei neue Pieces euch vorzustellen, wo ich denke, die euch jetzt gerade in dieser ja, herbstlichen Phase sehr gut weiterhelfen können, weil das sind zwei Übergangsjacken. Wir haben eine Jacke bereits hier irgendwann mal schon auf diesem Kanal gesehen gehabt, dieses Mal allerdings hier in einer anderen Variante, nämlich diese Dickies. Ich bin derzeit wirklich übertrieben auf meinem Workwear-Film. Das ist eine Dickies Eisenhower-Jacke und das Besondere hier dran ist, dass sie in so einem ganz, ganz leichten rosa bzw. Korall-Pink-Ton daherkommt. Sie war auch gar nicht mal so teuer. Ich glaube 40 bis 50 Euro. Und das ist, wie ich finde, eine sehr, sehr nice Lösung für eine Übergangsjacke. Die gibt es auch natürlich in anderen Farben. Ich besitze die schon in schwarz. Deswegen habe ich mich jetzt hier für diese etwas verrücktere entschieden. Kann man auf jeden Fall machen. Sieht lässig aus. Ist mehr was für den Alltag, keine Frage. Aber auf jeden Fall eine stabile Jacke, die man sich überwerfen kann. Zum Beispiel auch über einen Hoodie, wie ich es jetzt gerade kombiniert habe. Das Einzige, was mir direkt, ja, leider negativ aufgefallen ist, das werde ich euch jetzt auch erwähnen. Ich gucke einmal, wer das ist. Aha, hier direkt das nächste Paket. Ich würde vorschlagen, dass wir uns das aber für wann anders aufsparen. Wo war ich stehen geblieben? Ich wollte sagen, was mir an dieser Jacke nicht gefällt. Und das ist, dass der Reißverschluss goldfarben ist. Ihr wisst, ich trage viel Silberschmuck. Das in Kombination mit Gold bin ich kein großer Fan von. Aber vielleicht kann man es sehen. Der Reißverschluss wird hier so ein bisschen verdeckt von diesem Stück Stoff, der hier noch rüberlappt. Deswegen ja, werde ich die auf jeden Fall dennoch anziehen. Ich muss aber auch wirklich gestehen, dass mir die zweite Jacke, na, noch mal ein bisschen besser gefällt als diese hier. Es ist eine von Carhartt, wie gerade erwähnt. Ich bin derzeit wirklich auf meinen Workwear-Film. Und hier haben wir jetzt eine in Grau mit verdammt vielen Taschen vorne dran in der Größe L. Ich ziehe es einmal an, damit ihr dann einen besseren Überblick von kriegt, wie das Ganze fittet. Ich glaube allerdings, dass die auch ein bisschen teurer war als die von Dickies. Ich meine, die liegen so bei 90 bis 100 Euro. Aber wie immer, meine Freunde, alle Links findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Das ist auch, by the way, etwas, was auch als Übergangsjacke klar geht. Hat zusätzlich aber noch so, ja, so eine kleine Innenfütterung, was natürlich auch nice sein kann. Gerade für diejenigen, die ja dann eher auf der Suche sind nach einer etwas dickeren Jacke. Die kalten Tage werden definitiv kommen und da kann so eine Jacke ja schon einem helfen. Ich muss wirklich sagen, ich sehe mich zwar jetzt hier nur in klein, dass diese Jacke mir geisteskrank gut gefällt. Problematisch ist jetzt hier der Hoodie, den ich bereits anhabe, weil damit habe ich quasi zwei Kapuzen. Da muss man die immer so in reintun. Ansonsten wirklich ein wildes Ding. Die kann man hier auch noch enger stellen. Und diese Jacken werden ja teilweise jetzt wieder für viel Geld verkauft auf Instagram. Diese ganzen Vintage-Filme, teilweise mit auch mit Farbklecksen drauf. Vielleicht muss da Xpad und sein Team ein bisschen nachhelfen. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall die nicere Jacke von den beiden, bin ich ganz ehrlich zu euch. Schreibt mir mal gerne eure Meinung zu diesen spontanen Pickups in die Kommentare. Und vor allem auch, was ihr dazu sagt, wie sich das Ganze mit dem Office entwickelt hat und auch generell zu ADR. Ach, Leute, ich bin, wie gesagt, nach wie vor echt sprachlos. Ich muss mich aber jetzt auch wieder ausziehen, weil mir ist geisteskrank warm mit dieser Jacke. Ich glaube, das ist doch eher eine Winterjacke als eine Übergangsjacke.